Da, bitte sehr. Merci, Monsieur. Das ist aber ein nettes Foto. Wir gehen jetzt zurück ins Hotel und holen das Gepäck. Der Dampfer fährt heute Nacht 12 Uhr. Nicht für mich. Was soll das bedeuten? Ich werde hier noch ein Weilchen bleiben. Und vielleicht, wenn meine Pläne richtig aufgehen, dann bleib ich für immer. Aber wir müssen heim. Wir verlieren sonst unseren Job am Fischmarkt in Des Moines. Es gibt eine Menge Fischmärkte hier in Paris. Garçon. Monsieur. Noch ein Glas Milch und zwei frische Halme. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, du hast ein süßes Geheimnis vor mir. Rosen sind rot, Pralinen sind braun. Ach, lass mich dir in die Augen schauen, Olli. So komisch, du. Aber die Rosen sind wundervoll. Oh, Pralinen! Wer ist denn das? Das ist das amerikanische Dickerchen. Aber wir dürfen uns nicht über ihn lustig machen. Er ist wirklich ganz reizend, sehr großzügig und nett. Mr. Hardy? Oui, Madame. Ich möchte Ihnen danken für Ihre Fotografie. Oh, bitte sehr. Und für die märchenhaften Rosen. Aber ich bitte Sie, nur eine kleine Geste. Und für die ganz köstliche Schokolade. Ach, ich dachte, Sie mögen bestimmt gerne was zum Knabbern, Verehrteste, während Sie an den Blumen riechen. Was stimmt dich so munter? Stanley, kannst du was für dich behalten? Sicher? Ich bin verliebt. Was du nicht sagst, wer ist das? Das bezauberndste Wesen der ganzen Welt. Georgette, des Gastwirts Töchterlein. Ja, du hast wirklich Geschmack. Das ist ein knackiger Happen. Ganz recht. Yes, Sir. Ich verbitte mir den Happen. Sie ist die Frau, die ich heimführen werde. Schau dir diesen Diamantring an. Ja, mir geht ein Licht auf. Na, endlich. Und wann wollt ihr euch vermählen? Sobald ich Sie gefragt habe. Frag sie doch sofort, dann können wir gleich ausgehen und feiern. Das ist genau das, was ich vorhabe. Wir machen uns hübsch und ich gehe runter und bitte um Ihre Hand. Gute Idee. Jetzt kriegen wir endlich was zu lachen. Das wird ein schöner Abend. Was soll das mit dem Kissen? Na, ich stoß mir doch dauernd den Kopf an. Siehst du? Schieb doch die Kommode zum Fenster, dann kannst du dich richtig aufrichten. Zu blöde zu sein, da zu stehen und sich unablässig den Schädel einzuschlagen, werde ich nie fassen. Warum versuchst du es nicht am Fenster? Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Blödkopf! Ah, die Damen sind guter Laune. Was gibt's denn? Papa,
Lies das. Ist das nicht ganz entzückend? Ja, ganz entzückend, ja. Aber vergiss nicht, Georgette, du bist eine verheiratete Frau. Und François ist ein klein bisschen eifersüchtig. Ach, Papa, er meint's ja nicht ernst. Die Amerikaner machen immer so Späße. Das sind aber merkwürdige Späße. Jetzt aber genug gescherzt. An die Arbeit. Witt, 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 witt. Ja, Papa. François! François! Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wir haben dich so vermisst. Warum hast du nicht geschrieben, dass du kommst? Ich wollte Georgette überraschen. Wo ist sie? Georgette! Georgette! Ich komme! Ja, Papa? François! Oh, mein Liebling! Georgette, mein Schatz, ich habe die Tage, die Stunden, die Minuten gezählt. Mein armer François. Und die Post nach Marokko braucht immer so schrecklich lang. Ich war einsam, furchtbar einsam, aber das ist nun vorbei. Ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Ich habe es geschafft, dass du mitkommen kannst, wenn ich zurück muss. Oh, mein Schatz, ich bin ja so glücklich. Ich bin so glücklich, François. Oh, du musst hungrig sein. Ich mache dir schnell was zum Essen, ja? Na, wie wär's mit einem schönen, kühlen Trink? Großartig. Gute Idee. Da komme ich so richtig in Schwung. Yes, Sir. Schütt es über die Schulter. Was kann ich für Sie tun? Mein Freund und ich hätten gerne eine Bouteille Wein. Und bringen Sie drei Gläser. Drei Gläser? Ja, wir würden Sie gerne dazu einladen. Weißt du, ich fühle mich wieder wie in der Tanzstunde. Tatsächlich? Wieso denn das? Na, ich bin so nervös. Stanley, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir eine Frau nehme. So, jetzt ist der richtige Augenblick. Worauf wartest du denn noch? Los doch, sag's ihr. Hast du vielleicht Angst? Ich sag's ihr für dich. Nein, nicht ich jetzt. Weiß, wie du dich fühlst. Ich erledige das für dich. Ich schaff das schon. Lass mich nur... hören Sie, er hat Ihnen was zu erzählen. Mir was zu erzählen? Ja, er findet Sie zum Anknabbern. Mhm. Was? Einfach zum Anknabbern. Oh, wie? Nein, das meine ich nicht. Ich meine, er ist verrückt nach Ihnen. Er wird Sie heiraten. Ist's nicht so, Olli? Los, jetzt sag's ihr. Sag's ihr. Sie wollen mich heiraten? Ja, das heißt, wenn Sie mich auch mögen. Oh, Sie machen sich lustig über mich. Nein, er meint es ernst. Er ist fest entschlossen. Stimmt's, Olli? Ja, natürlich. So war ich noch nie entschlossen in meinem ganzen Leben. Das ist sehr nett von Ihnen, bestimmt. Aber das ist leider unmöglich. Wollen Sie mir nicht eine Chance geben, Georgette? Geben Sie sich einen Ruck. Hab ich einen Nebenbuhler? Oh ja, ich bin gebunden. Es tut mir so leid. Also, das war's. Warum noch über vergossene Milch jammern? Ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt verduften. Komm, Olli. Geh nur, Stan. Was soll das? Gehst du nicht mit? Mm-mm. Lass mich bitte allein. Nicht so lang, Liebling. Nein, Schatz, aber es ist absolut notwendig, dass ich mich beim Hauptquartier melde. Und du bist schnell wieder da? So schnell, wie ich kann.
Lass den Kopf nicht hängen. Du wirst es schon überwinden. Zu denken, dass mir das passieren musste. Und das ausgerechnet in einem Moment meines Lebens, der mich verlangt nach dem Reellen, nach dem überaus Bekömmlichen, nach dem feinsinnig Zarten. Versuch's doch mal mit einem gut abgehangenen, saftigen Steak. Es würde dir bestimmt über vieles hinweghelfen. Was verstehst du schon davon? Ich brauche eine Prise Riechsalz. Geht's jetzt besser? Was ist denn? Nimm das weg! Gib mir etwas Feuchtes auf den Kopf. Hol ein Handtuch, Idiot! Da, so, jetzt geht's besser. Mach es nass! Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Ja, lass mich allein! Schrei mich bloß nicht an, nachdem ich dich nach Leibeskräften verwöhnt habe. Ich gebe dir Pralinen und gut abgehangene saftige Steaks. Ich verhätsche dich von hinten und vorne und versuche dir klarzumachen, dass es noch genug andere nette junge Mädchen auf der Welt gibt. Wenn ich mich so miserabel fühlen würde wie du, dann würde ich hingehen und mich ins Wasser stürzen. Stanley, du bringst mich auf eine Idee. Ja? Ich werde deiner Anregung folgen und mich ertränken. Warte mal, Moment, ich habe doch nur einen Scherz gemacht. Jetzt ist kein Moment für Scherze. Überleg dir es vielleicht noch mal. Du hast doch gar keine Erfahrung im Ertränken. Es bleibt bei meinem Entschluss. Da Georgette mich verschmäht hat, habe ich nichts mehr, wofür ich leben sollte. Ach was, sei doch nicht albern. Was heißt hier, sei nicht albern? Dies ist eine weit, weit bessere Sache, die ich nun tue, als ich je eine im Leben zuvor getan habe. Was soll ich dazu noch sagen? Menschenfressender Hai ausgebrochen. Lebensgefährlicher Fisch überwindet seine Wärter im Pariser Zoo. Vermutlich in die Seine entkommen. Warnung an alle Fischer und Badegäste. Also, leb wohl, Olli. Leb wohl. Alles gut. Wo willst du hin? Hör mal, ich möchte meinen Namen da nicht reingezogen haben. Was soll denn das? Ich zähle bis drei, dann springen wir beide rein. Ich habe keinen Grund, da reinzuspringen. Ich bin doch nicht verliebt. Du bist ein sauberes Früchtchen. Nach allem, was ich für dich getan habe, lässt du mich da allein reinspringen. Ist dir denn klar, mein Lieber, dass, wenn ich von hinnen gegangen bin, du ganz alleine weiterleben musst? Die Leute werden dich anstarren und sich fragen, was du für einer bist. Und ich werde nicht mehr da sein, um es ihnen zu sagen. Keiner wird da sein, um dich zu beschützen. Willst du wirklich so schutzlos sein? Hä? Daran habe ich nicht gedacht. Tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzte. Es war nicht meine Absicht, dich zu kränken.
Ist ja gut, Stanley. Lass das Vergangene vergangen sein. Du wirst dich wundern, wie leicht dir das fallen wird. So, jetzt heb ihn darüber. Lass das bleiben. Bist du bereit? Ja. Leb wohl, Olli. Leb wohl, Stanley. Eins, zwei. Olli. Was? Ich muss gerade an was denken. Hör mal. Du hast mir doch mal erzählt, wenn wir verstorben sind, kehren wir zurück in einer anderen Form. Als ein Bär oder ein Hund oder ein Pferd. Ah, du meinst Reinkarnation? Ja, ja, genau. Was würdest du zum Beispiel gern sein, Olli, wenn du wiederkehrst? Ich weiß nicht. Ich habe nie drüber nachgedacht. Ich mag Pferde. Als Pferd würde ich gerne wiederkehren. Ja? Was würdest du gern sein, wenn du wiederkehrst? Ich würde gern als ich selbst zurückkommen. Ich finde mich nämlich gar nicht so übel, deshalb... Du kannst nicht als du selbst wiederkehren, also komm jetzt und hör auf, meine Zeit zu vergeuden. Also, es ist soweit. Leb wohl. Leb wohl. Eins, zwei... Olli, mir fällt gerade was ein, komm mal her. Glaubst du, dass das Wasser tief genug ist? Möglicherweise haust du dir den Kopf auf, wenn du da... Daran habe ich noch nicht gedacht. Termiten. Hey, komm her. Wir können da nicht reinspringen. Da ist einer drin, der beobachtet uns. Da. So, du kannst mich hier an der Nase rumführen und mich von meinem Entschluss abbringen? Ich habe beschlossen, in diesen Fluss zu gehen und das werden wir jetzt auch durchführen. Also hör jetzt auf mit dem Quatsch, sonst springe ich ohne dich. Dann lass mich nicht, Olli. Bist du bereit? Also gut. Leb wohl, Olli. Halt's Maul. Eins. Zwei. Pardon, Monsieur. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wir wollen in den Fluss springen. Aber was treibt Sie zu einer so törichten Handlung? So groß kann doch Ihr Kummer unmöglich sein. Er hat sich in eine Dame verliebt und die will ihn nicht. Und nun will er ins Wasser gehen. Keine Frau kann das wert sein. Ganz meine Meinung. Sie haben sie nicht gesehen. Wenn Sie sie kennen würden, wie ich sie kenne, würden Sie anders reden. Ich verstehe, aber vergessen Sie nicht, da schwimmen viele Fische in der See. Der ist nicht in einen Fisch verliebt, es ist eine Frau, die... Das ist nur eine Redensart, mein Freund. Ach so. Ich respektiere durchaus Ihre Gefühle, aber vergessen Sie nicht, was die Welt Ihnen alles zu bieten hat. Klar, du hast einen Hund und mich auch. Das Leben ist zu kostbar, um es wegen einer Dame wegzuwerfen, die Ihrer Zuneigung vielleicht nicht mal wert ist. Er hat recht. Sie ist meiner durchaus wert. Aber da ist ein anderer Mann. Und wenn ich dem Auge in Auge begegne, was ich mit dem dann mache, das kann sich niemand vorstellen. Yes, Sir. Hm. Nun, guter Rat ist billig. Aber wenn Sie auf meinen Rat hören, kommen Sie sicher auf andere Gedanken. Und wie lautet Ihr Rat? Geht zur Fremdenlegion, Jungs. Wozu? Um zu vergessen. Hör mal, das ist eine gute Idee, Olli. Besser als hier reinspringen. Du könntest vergessen und dein Kummer wäre... Du hast recht, Stanley. Danke Ihnen, Mister, für den guten Rat. War mir ein Vergnügen. Ich wünsche alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, das ist toll, findest du nicht? Jetzt brauchen wir... Hör mal, wir können überhaupt nicht zur Fremdenlegion. Wir müssen am 17. auf dem Fischmarkt in Des Moines sein. Also, bist du bereit? Eins... Einen Augenblick, Olli. Hey, Mister! Wenn wir zur Fremdenlegion gehen, wie lange braucht er dann zum Vergessen? Überhaupt nicht lang. Das dauert nur ein paar Tage. Na, das ist doch prima. Ja, das machen wir. Und weg sind die ganzen Sorgen. Sag mal, das brauchen wir doch nicht mehr. Nein. Thank you.
Gewehr! Über! Präsentiert das Gewehr! Gewehr! Ab! Übernehmen Sie Ihre Abteilung. Leutnant, lassen Sie das erste Regiment ausrücken. Zu Befehl. Komm schon. Sehr elegant sehen wir in den Klamotten nicht aus, nicht wahr? Ach, das geht schon fürs Erste. Wir brauchen Sie ja nur ein paar Tage, bis ich Georgette vergessen habe. Stimmt. Links um! Links! Was Gewehr! Über! Hinschwing! Marsch! Hinschwing! Marsch! Rechtschwing! Marsch! Kehrt um! Marsch! Rechtschwing! Marsch! Kehrt um! Marsch! Rechtschwing! Marsch! Hinschwing! Marsch! Hinschwing! Marsch! Grenzabteilung! Halt! Hier gestanden! Pardon, Monsieur. Ei, wen sehe ich denn da? Olli, schau! Na, sieh mal an. Tja, mein Lieber, so klein ist die Welt. Also, wir haben Ihren Rat befolgt. Ja, aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Ab mit Ihnen in die Schreibstube. Zum Befehl! Also, wir sehen uns noch. Ja, lass dir's gut gehen. Tschüss, bis Sieht dann. Sieht doch nicht fesch aus? Ja, ganz toll. Hey, wir können doch zusammen essen gehen. Ruhe hier! Wiedersehen! Pardon. Guten Morgen. Hallo. Zunächst Ihr täglicher Dienst. Wecken um 5, schnellstens ankleiden, Betten bauen und zur Inspektion fertig machen. Inspektion bis 7, 10 Minuten fürs Frühstück, exerzieren bis 1, marschieren bis 4. Und das Mittagessen? Wird beim Marschieren eingenommen. Dann Inspektion bis 6, 15 Minuten Pause, dann Küchendienst bis 10, Inspektion bis 11, dann Zapfenstreich. Das ist alles. Wenn wir so viel zu tun kriegen, fehlt dir die Zeit zum Vergessen. Weißt du, du musst... Was bekommen wir für so viel Arbeit? 100 Centimes am Tag. Gar nicht so übel. Wie viel ist das in amerikanischem Geld? In amerikanischem Geld? Das entspricht etwa 3 Cent am Tag. Natürlich hängt das vom jeweiligen Wechselkurs ab. Und wie viel bekommen wir für Überstunden? Überstunden kommen für uns nicht in Frage. Wenn Sie denken, wir liefern so viel Arbeit für nur 3 Cent am Tag, dann haben Sie einen absoluten Knall. Ist das Ihr Ernst? Aber absolut. Ja, und dasselbe gilt auch für mich. Unser letztes Angebot. Wir tun's nicht unter 25 Cent am Tag. Nein, 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 nein. Oh.
Musst du, Tollpatsch, alles noch schlimmer machen. Es ist doch deine eigene Schuld. Hättest du dich nicht in Georgette verliebt, stünden wir nicht hier rum. Dann wären wir draußen. Willst du vielleicht gleich damit aufhören? Hier stehe ich und will vergessen und du erinnerst mich die ganze Zeit an sie. Schon wieder ein Tag sinnlos vertan. Vielleicht machst du dir das Vergessen zu leicht. Wenn du nicht vergessen kannst, dann tu doch so, als ob du vergisst. Wie kann man denn so tun, als ob man vergisst? Ich würde mich an deiner Stelle hinsetzen und entspannen. Die Augen schön schließen, sich konzentrieren und dann an gar nichts denken. Das würde ich machen. Ja, da ist vielleicht was dran, Stanley. Natürlich ist da was dran. Versuch's doch mal, Olli. Und jetzt an nichts denken. An gar nichts. Ich weiß, es ist schwer, so eine wundervolle Frau zu vergessen. Tolle Haare. Und liebliche Augen, blendende Zähne, Purpurlippen. Toll. Ich sehe sie vor mir. Ja, auch ich sehe sie. Würdest du wohl aufhören? Wie kann ich mich konzentrieren, wenn du mir unaufhörlich von ihr vorschwärmst? Lass mich endlich in Ruhe. Steh nicht da rum. Hey, Olli, wenn du nicht gleich deinen dummen Mund hältst, dann mache ich Hackfleisch aus dir. Hey, bist du verrückt? Was fällt dir eigentlich ein? Das werdet ihr mir bitter bereuen. Wenn ihr fertig seid, erwartet euch der Koch zum Gemüseputzen und Kartoffelschälen. Wie bitte sehr? Kapiert? Na, hört ihr das an? Die wollen, dass wir den ganzen... Stanley, ich fühle etwas über mich kommen. Tatsächlich? Ein Wunder ist geschehen. Was? Ich habe sie vollkommen vergessen.
Du meinst, du hast Georgette vergessen? Ja, wer ist Georgette? Na, das ist toll. Dann machen wir noch die Wäsche fertig und fahren heim. Kommt nicht in Frage. Wir gehen jetzt sofort. So gefällst du mir. Fabelhaft. Faul rumgelungert. Und als ich den beiden befahl, weiterzumachen, warfen sie mir nasse Wäsche ins Gesicht. Ungeheuerlich. Jetzt werde ich denen zeigen, was es heißt, meine Befehle zu verweigern. Auf Wiedersehen! Oh, bin ich froh, aus diesem Laden wieder rauszukommen. Ich auch. Hast du alles dabei? Ja, hier. Jetzt gehen wir zum Kommandanten und sagen ihm, wir machen Schluss. Und bei der Gelegenheit geige ich ihm die Meinung. Ja, da mache ich mit. 3 Cent am Tag. Links, um! Links! Alarmieren Sie die Wache und nehmen Sie die Kerle unter Arrest! Zu Befehl! Hey, was soll das, uns so lange warten zu lassen? Weißt du was? Was? Er ist nicht da. Ja, das sehe ich auch. Also gehen wir ihn suchen. Nichts da suchen. Ich schreibe ihm einen Brief. Spar dir die Mühe mit dem Brief. Schreib ihm eine Postkarte. Mehr hat er nicht verdient. Oh! Das kann er sich in die Pfeife stecken und rauchen. Vielleicht raucht er gar nicht Pfeife. Na, dann dreht er sich eben eine. Aber das ist doch schließlich ein kleiner Unterschied. Was hast du in dem Brief geschrieben, Olli? Dass er ein stinkender Schakal ist und deshalb für unsere feinen Nasen nicht die richtige Gesellschaft. Das wird ihm eine Lehre sein. 3 Cent Recht. Am Tag. Nie zuvor in meiner glorreichen Karriere bin ich so schändlich beleidigt worden. Wartet nur, bis ich die in meine Finger kriege. Shine on, harvest moon, for me and my girl.
Bin neugierig, wann der Zug geht nach Paris. Je eher, desto besser, wenn du mich fragst. Sag mal, wo geht's zum Bahnhof? Gleich hier um die Ecke. Dankeschön. Kein Menschen durch das Tor lassen, unter keinen Umständen. Jawohl. Hallo. 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 Komm schon. Sag mal, sollen wir nicht besser ein Flugzeug nehmen? Nein, um Gottes Willen. Ich frag mich, was die in der Luft hält. Ich weiß nicht, aber ich weiß, was mich auf der Erde hält. Ich auch. Gute alte Mutter Erde. Immer zuverlässig. François! Georgette, Liebling! Ich bin ja so glücklich, wieder bei dir zu sein. Hast du mich vermisst? Jede Sekunde war eine Ewigkeit, Schatz. Ich geh schnell den Wagen holen. Warte einen Moment. Könnten Sie uns den Weg zum Bahnhof zeigen? Mr. Hardy! Georgette, Sie haben sich's anders überlegt. Liebling, ich vergebe dir alles. Ich denke, du hast sie vergessen. Sei nicht töricht. Wie könnte ich meine kleine Georgette vergessen? Oh, bitte nicht. Ich verstehe. Stanley, wir möchten alleine sein. Aber hopp, hopp. Na los, mach schon. Verschwinde. Nein, lassen Sie mich doch los! Hey, Sie grober Kerl! Der grobe Kerl ist zufällig mit dieser Dame verheiratet. Na, so ein Zufall. Verheiratet? Ja, Sie Westentaschen-Casanova. François, bitte nicht, der ist ganz unschuldig. Steige den Wagen ein, Liebling. Ich muss mich mit diesem Herrn allein unterhalten. Also jetzt hören Sie mal genau zu, Sie Fettkloß. Finger weg von meiner Frau, verstanden? Sollte ich Sie noch ein einziges Mal in der Nähe meiner Frau erwischen, dann werde ich dafür sorgen, dass Ihr sündiger Leib in der Wüstensonne verdorrt und den Geiern zum Fraße dient. Ist das klar? Yes, Sir. Yes, Sir. Hey, Mister! Seien Sie wegen uns ganz unbesorgt. Wir sind gerade bei der Abreise, stimmt's? Oder? Ich schwör's Ihnen. Eintreten. Wen meint er denn? Was heißt hier eintreten? Wir kündigen. Haben Sie unseren Brief nicht gelesen? Ja, ich habe ihn gelesen. Und damit habt ihr euer eigenes Todesurteil geschrieben. Ihr steht als Deserteure unter Arrest. Los, eintreten. Ja, aber... Schmeißt sie in die Zelle. Sagt dem Wärter, er soll sie nicht aus den Augen lassen. Zu Befehl. Vorwärts. Marsch. Was machen Sie bloß mit uns? Sie wollen uns ermorden. Oh, wenn das meine arme Mutter wüsste. Halt! Zwei Deserteure. Deserteure? Aha. Kommt mit, ich zeige euch eure Suite. Rein mit dir. Na komm schon. Rein mit dir. Bitte schubs mich nicht. Revolution, was? Bei Sonnenaufgang sehen wir uns wieder. Was für ein Gesindel kriege ich da bloß immer geschickt. Was haben wir denn getan? Was ihr getan habt? Aber das ist doch... Was machst denn du noch hier? Rein mit dir! Hey, hallo! Was ist? Sie haben den Schlüssel vergessen, da? Warum kannst du bloß nicht das Maul halten? Die Gefangenen sind schuldig gesprochen und
werden bei Sonnenaufgang erschossen. Das ist wirklich ein malerischer Tod, bei Sonnenaufgang erschossen. Hoffentlich ist es so früh nicht so kühl. Sag, Olli, was? Möchtest du immer noch als Pferd wiederkehren? Hierher möchte ich sogar als Pferd nicht wiederkehren. Gleich noch ein schönes Stück. Ruhe hier! Haut euch jetzt hin! Ja. Das Ding weg! Unter dem Boden findet ihr einen Tunnel, der zu den äußeren Wellen führt. Nützt eure Chance. Ein Freund. Ja, da habe ich mich erstmal aufs Ohr. Gute Nacht, Olli. Gleich in die Arbeit. Hey, steh auf! Was ist denn? Steig da runter. Wozu? Frag nicht so blöd und mach schon. Los doch, da runter. Ich verstehe überhaupt nicht. Was soll das alles? Nimm das. Steck ihn zu. Geht's denn hier hin? Dieser Tunnel führt zu den äußeren Wellen. Wir brechen jetzt aus, verstanden? Ist das denn auch gestattet? Geh weiter. Man wird doch mal fragen dürfen. Ist es auch gestattet? Keine Ahnung, wo wir hier sind. Das ist direkt komisch. Ja, sehr komisch. Ich lach mich kaputt. Vorwärts. Jetzt müssen wir unseren eigenen Tunnel graben. Geh zurück zur Zelle und hol die Blechnäpfe. Ich will nicht zurück zur Zelle. Beeil dich, das ist unsere letzte Chance. Warum bleibt immer alles an mir hängen?
Immer muss ich die unangenehmen Sachen erledigen. Immer ich. Immer ich. Kopf runter. So. Ich beeil dich mal ein bisschen. Ja. Gefangenen zur Hinrichtung. Zu Befehl. Also los, Jungs, die Sonne geht auf. Es ist soweit. Alarm! Weg, ausgebracht. Schnell den Kommandanten. Mon Kapitän, die Gefangenen sind ausgebrochen. Was? Die Gefangenen sind ausgebrochen, dann sucht sie! Zu Befehl! Ich wünsche, dass diese beiden Kerle umgehend eingefangen werden. Das ganze Regiment soll notfalls ausschwärmen. Wie spät mag es wohl sein? Wie soll ich das wissen? An der Arbeit gemessen müssten wir eigentlich schon jenseits des Walles sein. Ich glaube, du hast recht. Dann graben wir jetzt nach oben. Das ist eine gute Idee. Nun hör doch mal auf mit diesem ewigen Bürsten. Und denk nur nicht, ich lass dich wieder nach Paris und bleib hier allein zurück, ja? Ja, Schatz. Ach, bringen Sie mir eine Flasche 32er Edelzwicker aus dem Keller, ja? Zu Befehl, ja. Ach, wieso? Oh, jetzt aber raus mit dir, dass du nicht wieder auftauchst, bevor ich fertig bin. Doch bleiben, nein, du gehst jetzt raus. Ganz schnell. Was glaubst du, wo wir sind? Vielleicht in einer Kneipe außerhalb des Forts. Ja. Schau nach, ob die Luft rein ist. Ich habe schon lange keine reine Luft mehr gesehen. Ich kann doch nicht einfach... Komm her. Hier, sieh. Ja. Erste Kompanie, ausrücken! Georgette, darf ich reinkommen? Georgette? Liebling? Alles in Ordnung? Komme gleich! Da hast du uns wieder mal eine schöne Suppe eingebracht. Ist tot. Schnell, wir müssen dich aufs Bett legen. Nimm du die Füße.
Los, hol ein Glas Wasser. Wasser, ja. Sie stehen im Weg. Hier, Wasser. Oh, du Dummkopf, du! Was hat das hier zu bedeuten? Was sagen wir jetzt? Du denkst dir deine Geschichte aus, ich hab meine schon. Ich bitte mir jetzt äußerste Aufmerksamkeit aus. Die Männer, die wir heute Morgen erschießen wollten, sind ausgebrochen. Wir müssen die Tore schließen und das Ganze vorsystematisch und hermetisch abriegeln. Wer die Deserteure einfängt, bekommt 6 Wochen Urlaub. Wegtreten! So, komm. Hier, nimm. Ja. Den haben wir jetzt gezeigt, was? Und jetzt das Loch zu. Ja, Loch zu. Jetzt liegt's mit weg. Zu. Wieder hoch! Ja. Thank you.
Hey! Was? Schau, ob sie weg sind. Wir haben sie getäuscht. Gut, dann bloß weg hier. Was machst du denn? Stell doch das Ding ab! Oh!
weg. Hey, Stan! Stan, hier bin ich! Da hast du mir mal wieder eine schöne Suppe eingebrockt. Olli, bist das wirklich du? Natürlich bin ich das. Oh, wie schön, dich zu sehen. Lass dich umarmen.